Hallo und herzlich willkommen im Eingangsmenü von Leptic 2 auf Basis von NTX 21. Ihr seht hier im Auswahlmenü einige Startoptionen, Bootoptionen. Der erste Eintrag ist der Standardeintrag, mit dem ihr direkt Leptic 2 starten könnt. Safe Video Mode hat den Vorteil, wenn zum Beispiel Grafikkarten nicht unterstützt werden vom normalen Leptic 2, kann man über diesen Modus versuchen, dann in einer Art Notbetrieb die Grafik trotzdem ans Laufen zu bringen. Den VirtualBox-Eintrag seht ihr normalerweise nicht. Das ist nur, weil es jetzt hier gerade in der VirtualBox läuft für die Aufzeichnung. Failsafe Boot ist auch ganz interessant, wenn manche Hardware-Voraussetzungen nicht unterstützt werden, dann hat man hier über den Failsafe Boot auch noch eine Chance, Leptic 2 ans Laufen zu bekommen. Aber beide Optionen, Safe Video und Failsafe, braucht man mit Leptic 2 erfahrungsgemäß relativ selten. Dann gibt es unten über die Funktionstasten Spracheinstellungsoptionen, die kann man entsprechend abändern, oder auch weitere Bootoptionen, zum Beispiel to RAM, zieht die gesamte Leptic-Umgebung in den Speicher und man kann anschließend das Bootmedium entfernen, oder ECPi off ist eine Option für das Batteriemanagement. Wenn der Rechner beim Hochfahren ausgeht, kann man das hiermit zum Beispiel probieren. Es gibt dann eine weitere Option, die ihr hier nicht seht. F8 würde jetzt die von euch vorgenommenen Einstellungen im Bootbereich, im sogenannten Grub, abspeichern, und beim nächsten Start würdet ihr das als Customer Boot als obersten Eintrag sehen, sodass ihr dann nicht immer diese Einstellung aufs Neue vornehmen müsst. Es gibt dann noch einen weiteren Modus, Persistenzmodus. Das bedeutet, ihr könnt innerhalb von Leptic 2 das System auch erweitern durch neue Software oder durch tiefergehende Abänderungen. Das Ganze würde dann zum Ende hin abgespeichert werden, sodass ihr eine eigene Leptic 2 Version habt. Das setzt allerdings voraus, dass ihr auch den Speicherplatz auf dem Speichermedium habt. Also ein USB-Stick so von 4 bis 8 GB mindestens wäre schon ganz gut, weil das System wird eben, wie gesagt, immer komplett dann abgespeichert. Sollte aber nur was für erfahrene Anwender sein. Ansonsten starten wir jetzt das System und wir steigen dann in Leptic 2 ein. Auf dem Desktop von Leptic 2 hat sich einiges getan. Oben links über die Maus rausklappbar ein Tool, um den Bildschirmhintergrund heller oder dunkler zu stellen, falls es über die Funktionstasten nicht geht. Bildschirmlupe an, aus. Auflösung des Monitors, Temperatursensoren, Netzwerkscanner und Schnelllöschtool, das allerdings nicht die Datenlöschung durch mehrfaches Überschreiben ersetzt. Auf dem Desktop selber gibt es einen Ordner mit Dokumenten und Videotutorials. Der LabDo Installer ist komplett im Dateimanager aufgegangen. Den braucht ihr also nicht mehr. Hier ist nur erklärt, wie ihr ihn findet. Audacious, ein Audio-Tool, um während der Installation Musik zu hören oder die Lautsprecher zu testen. Auto-Deploy, Legacy und UEFI sind sehr mächtige Skripte, um individuell Software und Content installieren zu können. Dafür gibt es aber ein eigenes Tutorial. Clonezilla, falls ihr eigene Images erzeugen möchtet oder falls ihr ein erfahrener Anwender seid, kann man damit auch direkt Images klonen. Checkdist ist ein Tool, um den Zustand der Festplatte auszulesen. Solange hier nichts hell oder dunkelrot ist, braucht ihr da auch nicht tiefer zu graben. Ansonsten müsste man schauen, welche Fehler vorliegen. Wenn Sektoren bröseln, sollte man auf jeden Fall die Festplatte tauschen, damit nicht vor Ort das Problem erst auftritt. Manche SSDs melden allerdings auch Fehler, die gar keine echten Fehler sind. Also da muss man dann schon ein bisschen genauer hinschauen. Der Partition Manager, entweder um Partitionen nochmal nachträglich abzuändern,
braucht man aber auch so in der Form nur sehr selten, weil unsere Skripte ja alles heute automatisch anpassen. Das Hardware-Info-Tool zeigt euch Informationen an über die Hardware, CPU, Speicher, Festplatte und. Also auch ganz interessant, um da mal genauere Informationen zu bekommen. Speaker-Test rechts, links, auch Lautsprecher-Test, Stress-CPU simuliert eine Minute lang eine sehr hohe Belastung der CPU. In Verbindung mit Pi-Sensor kann man daraus dann ersehen, wie sich die Temperatur verändert, ob man den Lüfter noch mal reinigt, ob der Rechner überhaupt für den Einsatz in heißen Ländern geeignet ist, und eben der Dateimanager, da gehe ich gleich noch mal genauer drauf ein. Oben rechts in der Ecke Conkey mit Hardware-Informationen über Speicher, CPU, Festplatten, die dann installiert sind, und neu der Batteriestatus Condition und Full. Condition ist quasi so eine Art Lebenszyklus, wie viel Prozent kann der Akku überhaupt noch speichern. Über 50% okay, zwischen 30 und 50 sollte man dann langsam überlegen, die zu tauschen. Kommt natürlich auch auf Preis und solche Dinge an. Und unterhalb von 30%, da sollte man schon über den Tausch konkret nachdenken, weil da, wo die Geräte hingehen, ist die Energie nicht immer verfügbar, und wenn der Strom weg ist, dann ist der Akku eben sehr, sehr wichtig. Und Full ist die Ladung in dem Moment, wie viel von der Aufnahmekapazität jetzt bereits geladen wurde. Unten im Menü habt ihr noch einige weitere interessante Programme, wenn ihr ein eigenes ISO machen möchtet von eurer angepassten Leptix-Version, wenn ihr weitere USB-Sticks erzeugen möchtet und. Also hier müsst ihr einfach mal durchschauen. Da gibt es noch einige weitere Programme. Und wir haben dann unten noch in der Menübar die Internetverbindung oder eure LAN-Verbindung, Lautstärke, Tastatureinstellungen. Wir haben 4 standardmäßig dabei. Man kann aber auch dann entsprechend Tastatureinstellungen rausnehmen und ergänzen und die Auslastung von CPU und RAM und entsprechend herunterfahren. So, zum Einstieg, wie man jetzt eigentlich klont. Das Ganze ist sehr einfach. Ihr verbindet euch entweder mit einem Server oder mit einer externen USB-Platte. Wenn ihr die USB-Platte einsteckt, dann wird die entsprechend euch in dem Moment auch angezeigt, und dort findet ihr dann die entsprechenden Images, deutsche, englische, spanische, französische, die sind vorinstalliert. Ihr könnt euch dann entsprechend der Festplattengröße das Image aussuchen, das ihr möchtet. Dann rechte Maustaste auf den Image-Ordner. Und jetzt müsst ihr eigentlich nur noch entscheiden, ob ihr den Legacy-Installer oder den UEFI-Installer wählt. Legacy ist Standard. Wenn ihr im BIOS in der Lage wart, Secure Boot und UEFI auszuschalten und Legacy Boot oder CSM Boot zu aktivieren, dann ist das auf jeden Fall der bevorzugte Weg. Es gibt dann noch den UEFI Installer für den Fall, dass ihr zum Beispiel nicht ins BIOS kamt durch Passworte, oder manche Hardware erlaubt auch nicht, dass man auf Legacy Boot umstellt. Das ist ein Skript, das dann die Installation so steuert, dass anschließend auch unter UEFI-Bedingungen ein Booten möglich sein sollte. Wenn ihr euch dann entschieden habt, müsst ihr eigentlich nur noch 2-3 Daten einstellen. Einmal die Zielplatte. Das ist in dem Moment bei dem Rechner jetzt hier NVMe 0N1. Und dann die Anzahl der Löschläufe. Und falls ihr schon den Host wisst, also falls ihr schon den Rechner in unserer Datenbank registriert habt, könnt ihr hier direkt die Nummer des Rechners schon eingeben, dann nur noch auf OK drücken, dann läuft das Ganze ab, Installation läuft durch, Partition wird angepasst, anschließend braucht ihr nur noch den Rechner neu starten und es sollte alles laufen.
viel Spaß damit und ansonsten, falls ihr Probleme habt, schaut ins Wiki auf unserer Plattform .labdu.org und schreibt uns ansonsten. Wir arbeiten ständig an der Weiterentwicklung dieser Tools und sind da für eure Hinweise immer dankbar. Alles Gute und bis dann.